Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Panzer Corps 2 Axis Operations 1940. Wir sind hier beim Angriff auf Brighton. Hier hätten eigentlich deutsche Truppen landen sollen. Die wurden allerdings zurückgeschlagen von einem großen Verband der englischen Kriegsmarine. Wir haben hier schon zwei Kriegsschiffe, die einfach mega krass sind. Mit dem wir es zu tun bekommen, hier mit unseren paar kleinen Schiffchen, da werden wir uns einfach zurückziehen, weil wir auch keine Bomberunterstützung leisten können, weil hier diese Seafire-Patrouillen unterwegs sind. Die haben wir beim letzten Mal eine Einheit Jäger weggeschossen. Deswegen spielen wir die Runde hier einfach nochmal und machen das diesmal vielleicht ein ganz kleines bisschen schlauer. Mal gucken, ob das gelingt. Auf jeden Fall die Schiffe, wie gesagt, die ziehen wir einfach zurück. Da kann man nichts, die verpissen sich hier einfach. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da müssten die knapp außerhalb der Sichtweite sein. Also, da müssen wir mal gucken, ob wir dieser Seafire-Patrouille hier irgendwas Schlimmes antun können. Das wäre natürlich richtig cool. Was habt denn ihr? Rächer? Ein Angriffsbonus. Für jeden verlorenen Stärkepunkt. Na, wir gucken mal. Wir haben 5 rausgeschossen, das ist doch schon mal gut. Und ihr habt dafür nur 3 rausgeschossen, das ist natürlich nicht so gut. So, dann geht's in Richtung Heathfield mit unserer südlichen Streitmacht. Achso, die Fallschirmjäger, die können eigentlich, ihr seid Gebirgsjäger, ihr seid Fallschirmjäger. Die könnten jetzt schon direkt losfliegen, aber vielleicht müssen wir noch so ein passiver Patrouillenfeuer rausnehmen. Oder zumindest hier diesen Flughafen besetzen, damit wir hier irgendwie langfliegen können, ohne großartig behelligt zu werden. Weil ihr werdet einfach mal verstärkt. Wo sind meine restlichen Fallschirmjäger? Ihr seid Pioniere, hier haben wir noch ein paar. Wir könnten eigentlich auch hier südlich sich auf den Weg machen. Also ihr macht euch da schon mal auf den Weg irgendwie. Fünf. Eins, zwei, drei, vier. Dann hätten die noch einen. Kommt mal hier hinten rangefahren. Na, da sind die Jäger und die Bomber, die wir beim letzten Mal angeschlagen haben. Und dann haben wir hier nämlich ein paar Jungs, die haben Schnellfeuer und einen vernichtenden Schlag. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir hier diese Panzer aufgerieben bekommen. Das war ganz gut. Und überrannt. Nein, oh, die haben überrennen. Cool. Könnt ihr euch noch im Feld bewegen? Nee, schade. Dann könnt ihr wenigstens dieser Luftabwehr schon mal ein bisschen zusetzen. Kommt ihr da ran? Nee, gar nicht. Ach, die Fallschirmjäger, ziehe ich die nach hier zurück? Wir können sowieso erstmal 3 nur in die Luft bringen. Da können die auch hier noch einmal mit angreifen, oder? Oh, was seid denn ihr? Ein Wasp, Anti-Infanterie-Panzer. Also ein Flammenwerferpanzer ist das. Also, da müssen wir hier irgendwie mit unseren... Was haben wir denn hier noch? Hier müssen noch irgendwo... Da sind noch ein paar Grenadiere. Dann haben wir hier ein paar Pioniere, die einfach motivationslos in der Gegend rumstehen. Dann haben wir noch ein paar Gebirgsjäger. Und diese Flugabwehrtruppe. Ach, die hätte ich vielleicht sogar noch im Feld nach vorne bringen sollen, ne?
Dann sind die Panzer hier mit drunter. Die hier halt nicht. Die müssen dann irgendwie damit klarkommen. So, und euch bringen wir hier auch ein bisschen zurück. Ja, die Jungs stehen hier vorne. Die sind jetzt halt da. Die haben leider überlebt. Euch müsste ich irgendwie in Sicherheit bringen. Die würde ich gerne nach dort verlegen, ein bisschen ins Landesinnere wieder. Aber für diese Runde, damit die nicht von den Jägern hier aufgefressen werden. Ich könnte natürlich irgendwie... Nee. Ich bewege die einfach mal nach da. Hier hätte ich noch ein paar Jäger, die könnten hier unten die Seafire mit bearbeiten. Läuft diese Runde nicht, deswegen werden die einfach verstärkt. Und dann schauen wir mal, was wir hier Schlimmes anrichten können. Die haben sich direkt ergeben, okay. Dann bombardieren wir hier ein paar Panzer. Achso, wie sieht denn das aus? Macht ihr auch Schaden gegen die? Ja. Ah, 5 schaffen wir da nur. Ah, 5 ist natürlich ein bisschen suboptimal. Okay, wir bombardieren erstmal diese Panzer hier. Das war ganz gut so. Dann können unsere Aufklärer, die haben ja noch massig Bewegungspunkte. Da hinten sind schon die nächsten Cruiser. Einmal hier hin. Na, das war nicht so gut. Nee, ich denke, da werden wir nicht rübergehen. 4 zu 17. Da können wir ein bisschen was machen, vermute ich. So, unsere Azul-Infanterie hat er geregelt. Hier besetzen wir einfach den Fluss, damit die Panzer nicht einfach so rüberkommen. Und die Gebirgsjäger, die würde ich gerne immer noch hier unten einmal langlaufen lassen. Und die Grenadiere können hier ja nach hier vielleicht aufrücken, an die Flanke. Oder lieber nach hier. Macht keinen Unterschied, ne? Hier besetzen sie wenigstens noch eine Flanke. Man kann im Notfall hier unten mit langrücken. So hundertprozentig zufrieden bin ich irgendwie nicht damit. Weil hier diese englische Kriegsflotte, die ist halt mega stark. Die haben Flugzeugträger dabei. Vielleicht können wir die umgehen und von hinten angreifen, dass wir an diesen Schlachtschiffen ein bisschen vorbeikommen. Aber ohne Luftunterstützung wird das, glaube ich, nichts. Und so, wir schauen mal, was passiert. Der Flugzeugträger ist irgendwo da unten, gut zu wissen. Das gucken wir uns gleich an. Okay, die nehmen da diese kleine Ortschaft wieder, das ist schlimm. Oh, da haben sie noch ein paar Flugzeuge aufgetrieben irgendwo. Und die haben uns gefunden. Ah. Zum Glück bin ich da nicht über den Fluss gegangen. Die haben da noch einen Haufen Einheiten.
Nicht in den Sumpf. Oh. So, was haben wir denn hier? Generalfeldmarschall Habermann meldet sich wieder. Herr General, Sie werden es nicht glauben, aber abgefangene Funksprüche bestätigen, dass eine britische Einheit, auf die wir gestoßen sind, von keinem Geringeren als de Gaulle persönlich kommandiert wird. Ich habe von Ihren Duellen mit ihm in Frankreich gehört und ganz offensichtlich weigert er sich, den Kampf aufzugeben. Wir haben ihn schon dreimal zu Tode bombardiert. Sie sollten auf der Hut sein. Gegen einen solchen hartnäckigen Gegner sind gebührender Respekt und auch Vorsicht geboten. Wie kann der denn immer noch leben? Das ist mein Rätsel. So, schafft ihr das auszuweichen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also die können auf jeden Fall nicht hier in die letzte Reihe reingucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mal sehen, ob das irgendwas hilft. Vielleicht kommen wir echt an denen vorbei, so ein bisschen. Hier haben die noch ein... Wie viele Schlachtschiffe haben die denn hier? Krass. Ja, wir ziehen uns da einfach von der Küste ein bisschen zurück. Alles andere ist sinnlos. Hier gibt es ein bisschen Action. So, wir klauen hier diesen Flugplatz. Habt ihr überrennen? Ja, habt ihr. Nice. Warum hat das kein Überrennen ausgelöst? So, die stehen jetzt hier natürlich komplett im Sumpf. Das ist schon mal super blöd. Da sollten die eigentlich nicht stehen. Wie sieht es mit euch aus? Die kommen da ran. Na, das haut doch hin hier. Hoffe ich. Vier nur. Okay, da brauchen wir also ein bisschen Luftunterstützung. So, da müssen wir mal gucken, dass wir die hier erstmal rausgeballert bekommen. Und dann werden wir hier einmal durchragen. Mm.
gegenüber kommt keine Jägerunterstützung, ne? Das Risiko gehen wir ein. Zwei nur. Da müssen wir was tun. Trotzdem nur zwei. Finde ich nicht gut. Aber ihr könnt euch super schnell bewegen. Frage ist, kommt unsere Infanterie hinterher? So, dann sind wir diese Mateda Mark 2s hier auch los. Die sind nämlich super lästig. Ah, schade. So, dann steht ich hier zwar im Sumpf, aber... Ich verstärke die lieber. Ja, die haben keine... Verteidigung hier am Start, ne? Niemand, der ihnen Unterstützungsfeuer geben kann. So, das war doch schon mal ganz in Ordnung. Ach, wenn die nach hier fahren könnten, wieso habt ihr so wenige Bewegungspunkte, weil ich zurückziehen musstet? Mit ihrem Feld zurück, ja, könnt ihr. So, ihr schleicht euch hier ein bisschen durch den Wald. Ich lasse die Jungs da stehen. Die können sich verstärken und dann ist gut. Aber wir können es natürlich schwierig machen, an die Rand zu kommen. So können die nur von einer Einheit angegriffen werden. Hier drüben kommen die nicht durch, da ist gesperrt. Hier kommt eine Einheit rein, nämlich genau diese Wasps und das war's dann. So, wenn die Jungs verlegen wollen, dann wäre jetzt eine günstige Gelegenheit. Alles andere wäre wahrscheinlich zu spät. Reichweite von 2. Ja, einfach, weil die Kriegsschiffe hier schon angerückt sind. Das heißt, Hastings müssen wir irgendwann nochmal wieder erobern. Aber da wird dann zumindest keine krasse Streitmacht mehr am Ort sein. So, und dann lasse ich die Jungs hier einfach hinter Brighton abspringen am besten. Wir haben ja hier ein bisschen Luftaufklärung. Die können da dann vorfliegen und mal gucken, wo wir am günstigsten abspringen. Die Aufklärer, um die müssen wir uns vielleicht tatsächlich irgendwann noch kümmern. Lieber ein bisschen früher als später. Aber wir lassen die erstmal noch ein bisschen ins Landesinnere reinkommen. So, dann schauen wir mal, was hier abgeht. Und
Ah, der Goal, ja. Bombardieren wir den gleich. Dann weiß er schon mal, was Phase ist. Oder nehmen wir lieber den Panzer weg und verstärken unsere Pioniere. Das ist vielleicht günstiger. So, wir machen das Ganze hier also ein ganz kleines bisschen defensiv. Lassen die sich erstmal austoben hier. So, das sichern wir so. Ich weiß gar nicht, ob wir hier irgendwie Luftabwehr brauchen. Hier haben wir schon ewig keine Jäger mehr gesehen. Wenn wir Glück haben, versucht der Ghoul hier über den Fluss zu kommen. Die haben sich da einfach durchgeschmuggelt. Hätte ich mal die Grenadiere doch da oben hingesetzt. Ja, die haben Hastings wieder genommen und die werden wahrscheinlich nach da drüben weiterfahren. Ach, ihr seid so ein Flugabwehr-Vickers wieder. Ja, sieht so aus, als wenn die uns da den Weg abschneiden. Da fahren auf jeden Fall die nächsten Panzer in den Fluss. Und der Ghoul fährt auch in den Fluss. Das ist super nett von ihm. Ja, 2 zu 11. No, sagt nicht, der überlebt. Der überlebt. Okay, die haben umgedreht. Und hier schleichen wir uns heimlich durch den Wald.
So, dann lassen wir euch mal losfliegen. Und wir stellen fest, in Brighton sind Panzer unterwegs, die Home Guard ist unterwegs. Vielleicht werden wir hier oben am Fluss landen und dann laufen. Ja, da können wir nicht gesehen werden, wahrscheinlich. So, die Brücke hier verteidigen wir. So, die Fallschirmjäger hier werden wir wahrscheinlich verstärken. Ja, hier sind auch keine Jäger mehr zu sehen tatsächlich. Das heißt, unsere Jäger können sich jetzt hier unten konzentrieren. Ah, nein, 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 halt zurück. Ach nee, die Fallschirmjäger will ich ja da nicht hin. Aber die Gebirgsjäger können doch. Das ungefähr so machen. So, da haben wir uns hier ein bisschen Raum zum Atmen verschafft. So, und ihr fahrt mal hier runter. Dort befinden die sich. Ihr könnt nicht... weil die sich bewegt haben. Okay, cool, dass... cool, dass ich da runtergefahren bin. Ja, dann bewacht ihr hier einfach das Dings. Ja, die Bomber müssen die Jungs hier unten ausschalten, ne? Das wird nicht anders funktionieren. So, hier habe ich noch ein paar Jäger. Ihr seid langsam, Jungs. Ihr seid ernsthaft langsam. Wieso haben wir hier noch irgendwas? Was sich bewegen oder angreifen möchte. Ihr könntet mit hier hochkommen. Falls ihr Charles de Gaulle angreifen wollt, da wäre es ganz cool, eine Einheit da zu haben, die dann einfach die Position tauschen kann mit der Azul-Infanterie, wenn die ihren Job gemacht haben. Nächste Runde regnet's. Ah, das ist Mist hier. Ne? Verdammt.
Ja, das könnten wir auch nächste Runde machen, aber wir machen es einfach diese Runde. Schmuggeln sich da durch. Schweinebacken. Doppeldecker. Torpedobomber. Ja, Swordfish-Torpedobomber. Vier Bomber und mindestens zwei Paar, und da müsste irgendwo noch ein Paar sein, von den Spitfiren. Ach, habe ich die Schiffe habe ich diese Runde gar nicht bewegt, ne? Auch weil ich dumm bin. Das habe ich vergessen. Vielleicht hätte ich da echt entkommen können. Wisst ihr was? Da lade ich einfach noch mal ganz kurz das Ende der letzten Runde und bewege die Schiffe noch, weil. Also die Schiffe nicht bewegt zu haben, ist natürlich so ziemlich eine der dümmsten Sachen ever. Besonders weil die uns halt hier diesen Kreuzer oder Zerstörer, ich glaube eher einen Zerstörer, angeboten haben. Quasi. So, dann schauen wir mal. Ob wir uns hier wegschleichen können. Ihr müsst euch wahrscheinlich opfern. Es tut mir jetzt voll leid. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Ja, knapp außerhalb der Sichtweite. Ah, der Flugzeugträger muss ja dann schon irgendwo ganz in der Nähe sein. Mal sehen, vielleicht kriegen wir den. So, jetzt aber Runde zu Ende. Autsch. Okay, jetzt wissen sie, wo wir sind. Erheblicher Widerstand da unten.
So, es regnet, also keine Luftunterstützung für irgendjemanden hier. So, die haben wir schon mal zurückgedrängt, sehr gut. Ihr könnt euch nur verstärken. So, damit kommen natürlich die Jungs auch nicht mehr in die Luft. Das ist super blöd. Da drüben seid ihr. Wir müssen hier den Flughafen so ein bisschen beschützen. Weil die Jungs hier natürlich nicht wegkommen. So, ihr habt auch eine kleine Atempause hier. Das heißt natürlich doppelte Arbeit für unsere Bodentruppen. Ah, nein, ah. So, wie sieht das hier aus? Da haben wir Panzer. Unmengen von Infanterie, um die wir uns kümmern müssen. Ihr haltet das hier vorne einfach, würde ich vorschlagen. Aha. Na, wollt ihr euch in den Fluss zurückziehen? Sie wollen. Sehr schön. Den Panzer hätten wir also auch erledigt. Dann könnte ich die Jungs in die Stadt reinfahren. Ich weiß nur nicht, ob das so clever ist. Weil halt direkt daneben Infanterie steht. Ah, das wäre natürlich eine coole Position. Aber ich habe gehört, Grenadiere sind in der Stadt auch nicht so schlecht. So, was machen wir mit unseren Schiffchen hier? Es regnet, das ist ganz gut für uns. Da sieht der Gegner nämlich fast nichts. Und wir können wenigstens versuchen, uns hier zu verpissen. Na, da ist die Sichtweite auf 2 reduziert, also auf die Hälfte aufgerundet. Das ist ziemlich praktisch für uns. So, die Jungs hier sind noch eingekesselt. Die kommen dann natürlich lachhaft einfach raus aus dieser
Einkesselung, aber immerhin, sage ich mal, können sie nicht mit voller Stärke angreifen. Aus dem Fluss in eine Stadt, die von Grenadieren gehalten wird, angreifen. Oh. Ach, die haben uns trotzdem... Woher? Ihr habt doch niemals so eine Sichtweite. Ach Mist. Ach, die rücken da schon wieder mit total vielen Panzern an. Boah, was soll denn das? Wieso sind denn da so viele von denen? Die brauchen dringend Unterstützung. So, außerdem dringend Unterstützung braucht ihr. Da muss doch irgendwo der Flugzeugträger sein, oder nicht? Ja, da kommen wir auf jeden Fall nicht raus. Vielleicht können wir beobachten, wo der Flugzeugträger ist und den dann mit unseren Zerstörern angreifen. Aber ansonsten sieht das schon ein bisschen traurig aus. Hier übrigens auch mega traurig. Ja, wie kriege ich euch da raus? Hat nur einen Bewegungspunkt. Wir müssen jetzt leider im Sumpf ein bisschen ausharren. So, und hier müssen wir mal zum Angriff ansetzen. Charles de Gaulle ist schon über alle Berge, wie es aussieht. Da kommt ihr hier mit den Panzern klar irgendwie. Ach, zwei. Yeah. Warum? Was soll das? Ich muss die Bomber nach hier hinten ziehen. Da habe ich irgendwie das Gefühl,
dass ich hier meine Luftlandetruppen schon wieder ein bisschen früh da reingezogen habe. Dann bringe ich euch jetzt in die Luft, dann könnt ihr nächste Runde landen. Ihr seid nicht ganz auf optimaler Stärke. Ich hätte die auch noch nicht fliegen lassen müssen, sondern erstmal nur in die Luft bewegen. Ach, dahinter steht eine Panzerabwehrkanone natürlich. Ach, deswegen haben wir hier auch so heftige Verluste. Potenziell. Aber da kommen wir irgendwie durch. So, die Pioniere bringen sich hier in Stellung. Die Azul-Infanterie darf sich einmal ein bisschen ausruhen. Die können da eigentlich hocken bleiben, oder? Oder wir vernichten die halt. Nee, die Pioniere lassen nicht alleine dahin fahren. Die könnte diesen Flughafen bewachen. Der könnte wichtig sein. So, hier die Situation haben wir geklärt auf jeden Fall. Das war ganz wichtig. Hier das haben wir wahrscheinlich im Griff. Aber hier hinten, da müssen wir auf jeden Fall was tun. Da müssten wir vielleicht mal ein, zwei Panzer rüberschicken mit. So, nicht, dass ich wieder irgendwas total Wichtiges vergesse hier. Wir könnten ja bis an den Fluss ranrücken. Ihr könntet schießen, bringt allerdings nicht viel. Okay. Da drüben ist der Flugzeugträger. Aber im Panzergeneral hatten die Torpedos sehr viel schönere Animationen. Ich habe schon wieder meine Fallschirmjäger geopfert, ne?
Bomber waren eine Runde zu spät dran und alles. Ja, super ärgerlich. Okay, also da hinten deutlich zu viel Widerstand. Unsere Fallschirmjäger. Und dann kam halt noch der Regenzug dazu, weswegen die nicht so richtig zu viert hier aufschlagen konnten, ne, sondern die eigenen jetzt hier mit deutlicher Verspätung reinkommen. Das hätte vielleicht noch was rausgerissen. Und hier oben sind so viele Panzer. Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Ne. Ich dachte hier, das Hinterland ist dann, wenn die sich alle bei Royal Tunbridge Wells irgendwie getroffen haben, dass das Hinterland dann halt nicht so krass verteidigt wäre. Aber da gurken einfach nur Panzer rum. Richtig krass. Das war also schon mein Nix, würde ich sagen. Das muss ich irgendwie nochmal machen. Da muss ich mal gucken, wo ich dann am besten wieder lade beim nächsten Mal. Hier oben, das funktioniert ganz gut. Ne? Ich meine, da kommen wir auch eher schleppend voran. Aber naja, besser als gar nicht. Vielleicht sollten wir die Fallschirmjäger eher hier abspringen lassen. Wenn ich hier mal kurz reinfliege. Das wäre halt, glaube ich, eine gute Position, um hier die Front ein bisschen zu entlasten. Da haben die genug Wald, um sich zu verstecken. Das könnte wahrscheinlich besser funktionieren. Hier guckt gar keine Flugabwehr rum. Ist ja dreist. Ja, also das mache ich irgendwie nochmal. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.